Cliffhanger Power bei Magicka 2 und willkommen zurück, lieber Mitmagier. Ja, in der letzten Folge sind wir am übelsten Cliffhanger gestoppt, nicht wahr, Macron? Es Was ist ist passiert? so voller Spannung. Die Elektrizität spürt man in der Luft, nachdem wir die Kriegsfürstin Khan platt gemacht haben. Und jetzt geht es darum zu sehen, was mit uns passiert ist, nachdem das kleine Mädchen, nach dem wir eigentlich suchen, uns wahrscheinlich in den Dragon Ball verfrachtet hat. Schauen wir mal weiter. Wir sind in der Matrix. Wieso sind wir in der Matrix? Seid ihr ihn auch dahin befördert? Der ist deiner. Oh Junge, ja, das muss eine Gefängniskugel der Gelassenheit sein. Ich wollte schon immer mal eine von Ihnen sehen. Vielen Dank. Danke auch. Wisst ihr, wenigstens hatten wir eine Chance. Dann seid ihr aufgekreuzt. Ich meine, seit undenklichen Zeiten hat niemand einen Zauberer gesehen. Wirklich ein prima Zeitpunkt für die große Rückkehr. Es hätte keinen besseren Moment geben können, um alles zu vermasseln. Lasst mich raten, Vlad schickt euch. Der seine Information von Nostria hat, stimmt's? Verdammt, woher weiß er das? Ich weiß nicht, wie oft ich es Vlad schon gesagt habe, nicht auf diesen Idioten gefasst zu hören. Die ganze feuchte Luft, die fischige Ernährung, er ist schon verrückt genug, aber jetzt weiß er nicht mal mehr, was. Wisst ihr, Nostria hat geglaubt, er sehe ein geweissagtes Kind in Gefahr, wo es doch das Kind selber war, das alle anderen gefährdet hat. Und deswegen ist Khan jetzt tot. Wir werden alle sterben. Ich frage mich, was gerade meiner für einen Tanz macht. Dieser Ort ist ein mächtiges Magik. Wir werden hier keine Chance haben. Tja, nun sitze ich hier wohl eine Weile mit euch hier fest. Da kann ich euch auch gleich die Wahrheit zeigen. Dreh sie beiseite. Und bitte nicht auf meine. Bitte nicht auf meine Stifte. Was kommt denn jetzt? Und ich tanze immer noch da. Oh, ich wusste es, das kleine Kind ist böse. Ja, wahrscheinlich, dachte ich auch schon. Unbegrenzte Macht ist immer schlecht. Ja. Oh, wachs mal Stifte, wie süß. Ui, aber cool gezeichnet. Ja, der Talent. Was macht die Schere da? Na, die Berge, siehst du da? Ui, und das, die magische Energie aus dem Krieg anscheinend. Das hatte alles mit dabei, meine Fresse. Mein Gott, ich frage mich echt, aus welchen Stiften hat der bitteschön das Gold? Gute Frage. Sämtliche kriegerische Magie aus dem Wizard-Krieg ist also durch die Berge bis zu ihr gekommen. Mein Stift. Holy shit. Okay. Alle Elemente? Wieso hat dieses Teil Arme? Wie dieses Teil? Das ist das Mädchen. Ja, ich weiß, aber das Teil ist gerade angezündet. Das Teil, das gerade angezündet hat, hatte Arme. Hä? Eine riesige Armee aus magisch verstärkten Vanir? Ach du Scheiße, was kann sie noch alles. Oh nein, sie hat den Dislike gemacht! Was? Und die Bowlingkugel! Und das Auge von Mordor! Sauron! Ein Golfball! Holy shit. Das hat er alles gerade gemalt? Ja. Seit wie lange sind wir in dieser Kugel? Weiß nicht. Wir können Wächter beschwören. Wir können Wächter beschwören. Wie geil. Und wir haben das Café abgeschlossen. Ja, Leute, das war der große Cliffhanger. In Wirklichkeit ist sie das Übel. Wer hätte das wohl bloß gedacht? Ich. Fetziges Rosa. Tod 2. Tod 1 war noch nicht schlimm genug. Vanillerobe grün. Oh, grün ist immer gut. 9 von 13 Freischaltungen. Ich bin zufrieden, solange es nur so maximal 4 Freischaltungen sind, die wir verpasst haben. Ja. Sobald wir über 50% sind, ist alles cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, fortsetzen, ne? Jo. Artefakte ändern die Spielregeln. Ach, echt? Ein Jahr darauf? Oh shit. Oh kacke. Siehst du die Kettensäge? Ja. Also, wo kann es nur sein? Siehst du das Bild da hinten? Nein, ja. Hier nicht. Davon habe ich schon genug. Hey, das sind unsere Waffen! Zum Teil. Ah, von dem behalte ich einen zu später. Zum Porno. What the fuck? Ah, das muss es sein. Der Dragon Ball. Oh scheiße, wir waren ein Jahr jetzt hier gefangen in dieser Kugel. Mit dem Kobold? Oh Gott!
Wir sind frei! Endlich! Willkommen zurück! Ciao! Mit Taxis? Was macht ihr denn hier? Macaron! Ach, wisst ihr, ich wurde nur für eine kleine Ewigkeit eingesperrt. Wegen euch. Ah, es war nicht die beste Idee, die ich je hatte, Nostre einzuspannen. Aber ich war auch wirklich klamm in letzter Zeit. Unbezahlter Urlaub und so. Beschämend. Oh. Ich, der große Vlad, habe euch aus den grässlichen Gerker befreit, in denen ihr euch habt werfen lassen. Ich darf anmerken, dass niemand diese Wendung hätte ahnen können. Doch, wir... Jeder andere? Im Jahr eurer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Log ist überaus mächtig geworden und der verblichene Nostria hat vielleicht ihre Absichten missdeutet. Ach recht. Die Vanir haben die Bestienleute seither zugedrängt und sind in den Bereich südlich der Höhenlande expandiert. Das Kind der Prophezeiung ist zwar unerfahren, versteht sich aber aus dem Stand aufs Manipulieren. Und als ob das nicht genug wäre, haben die Vanir mit Hilfe der Allianz eine neue Heimat auf den Ruinen des alten Schloss Alderheim errichtet. Sie nennen es Schloss Varnirhall. Geklappt. Nun ja, ich habe einen Plan, der uns helfen könnte, wenigstens ein paar alte Fehler auszubügeln. Wehe, es kommt jetzt Zeitreise. Irgendwo tief in diesem Wald liegen die Ruinen der alten Elfenstadt Alfarhult. Darin liegt ein mächtiges Magik verborgen, das uns helfen könnte, die Log zu schwächen. Zieht aus und winnet es. Ich hole euch später rein. Bist du auch dafür, beim nächsten Mal Vlad umzubringen? Ist was? Was? Ich habe eine Idee. Was denn? Was? Falscher Zauber. Ich bleibe hier mit meinem Kumpel. Fuck, das ist kein Lebewesen, der heilt uns nur. Schützt und stärkt Truppmitglieder in der Nähe. Nach einigen Sekunden wird ein totes Truppmitglied wiederbelebt. Oh! Das ist natürlich praktisch. Verdammt, ich dachte, das wäre sowas wie dieser Baumgigant aus dem ersten Teil. Ich glaube, es noch gibt. Leben, Leben, Blitz, Schild. Leben, Leben, Blitz, Schild. Aber hey, für Truppenkämpfe ist das verdammt praktisch. Ja. Alter, wir waren jetzt ein Jahr mit diesen Kobold da drin gefangen und in der Zeit ist das alles passiert? Mhm. Vor allem, was für eine Allianz? Haben sie sich mit Menschen verbündet? Ja, ich nehme mal an, ja, die Allianz bestand ja aus den Menschen, den Elfen und den Zwergen. Na toll. Das heißt, wir müssen jetzt gegen alle vorgehen? Hey, wer bist du denn? Herr von Ameisenhügel, Kreislauf des Lebens, Errungenschaft 1 von 4. Wir täten gut daran, die Handlungen von Tieren nicht aus menschlicher Sicht zu beurteilen, außer bei Grashüpfern. Diese Viecher machen mich schaudern. Okay. Soll das so eine Anlehnung an Bear Grylls sein oder so? Weiß nicht, aber... Oh, guck mal. Der Katzenfisch ist eigentlich gar kein Fisch, sondern ein Säugetier, der eine Schnurrhaare hat. Man sollte ihn korrekterweise als Fischkatze bezeichnen. Sind mir, wo das abhört, eine Mucke in der Krille geschlagen. Ich sage nicht, dass es ein Außerirdisch ist, aber... Herr von Ameisenhügel. Oder vielleicht Steve... Wie hieß er mal? Steve Irwin, der mit Krokodilen? Oder? Ich glaube nicht. Vielleicht auch irgendwer anderes. Herr von Ameisenhügel? Wie könnte das sein? Vielleicht doch irgendein berühmter Entomologe. Es ist ein Außerirdischer! Kommt das Gesicht irgendwie bekannt vor? Das ist eine Osterinselstadt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich wirklich eine Osterinsel. Hm, sollen wir den Herrn von Ameisenhügel töten? Wird er was fallen lassen? Nee. Na, stimmt. Schwächling. Ui, wie geht's denn hier lang? Oh, ist das schön hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn Kobolde? What the fuck? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 au.
What? Wir können hier nicht mal den Buschen trauen. Alter, ich sag grad noch so, es ist so schön hier. Boah. Alter Schwede. Boah. Alter. Ich dachte, ich könnte auf den Stein laufen, okay? Jetzt mal ohne Scheiß. Was hast du dabei gedacht? Ich dachte, ich könnte auf dem Stein laufen. Bitte? Gollum. Ganz klar. Oder auch. Eine Axt gefunden? Anscheinend. Oh mein Gott! Okay, verstehe. Was ist gerade explodiert? Der Bombentyp bin tot. Huch! Zumindest da hinten alles tot. So, die tot. Meine Fresse. Okay. Da liegt was. Lutscher aller Geschmacksrichtungen. Meiner! Meins. Nein! Schmeckt wie eine unbegreifliche Mischung aus kühler Pfefferminze, teurem Chili und frischem Rasenschnitt. Hoher Lebensschaden? Nein, stimmt nicht. Bewirkt Rückstoß. Verdammt! Und ich hab den verloren. Ich hab ihn ja noch. Ach, du hast ihn? Okay. Schlag mal zu, bitte. Wie geil! Wie geil ist das denn? Warte. Der heilt extremst viel. Nimm ihn dir. Na, komm, jetzt. Frischen Rasenschnitt vor allem. Ich glaube, wir müssen... Was ist das Gegenteil von Blitz? Ja, genau. Stopp. Quatsch. Oh, ist da oben was? Sieht nicht danach aus. Ich bleib hier hinten, ja? Mach du das mal. Alter, du! Oh Gott. Du bist das so ein... Na! Ah! Der Lutscher liegt da noch, glaube ich. Na? Hallo? Was denn? Oh, er rutscht. Mein Finger habe ich jetzt auf G anstatt auf F gedrückt. Hey, da ist er wieder. Hi, Navi. Ist das kaputt? Ich hab hier hinten. Wasser mag mich nicht. Wasser mag mich nicht. Du musst aber mitkommen, sonst kommt die Kamera nicht mit. Kommt sie auch wenn so nicht. Hier was wäre. Wasser mag dich nicht. Oh, ich hab den. Wegen dir hab ich den Lutscher verloren. Nein. Doch. Wer hat mich denn auf dem Wasser tötet? Er liegt hier. Hä? Da ist nix. Er liegt hier unter der Brücke. Kann ich aber nicht nehmen. Geht nicht. Na egal, er sollte jetzt in unserem Menü abgespeichert sein. Das stimmt allerdings. Was haben wir hier? Ich nehme den. Oh! Ohne Probleme. Oh, was haben wir hier? Wie magik. Und unnervelsiv. Ach. Was? Okay. Da ist ein Bär drauf gemalt. Wie magik und runert felsiv. Ach. Sind das irgendwelche Spiele? Run Earth? War klar.
Vor allem egal, wo wir weit weg von dem Ding sind, es heilt uns immer. Oder was? Tatsache, es heilt uns die ganze Zeit. Cool. Oh, das ist ja super praktisch. Ja, ich wünsche mir nur, wir hätten irgendwann einen Zauber, der uns irgendwelche Viecher beschwören lässt. Ja, ich wünsche, wir hätten den Donnerkeil. Der Busch hier lebt. Tot, tot. Verdammt. Oh nein, der hat sich rausgeportet, der Arsch. Oh. Von allen Zaubern war das der einzig Dumme. Oh, sie haben... Oh, tot. Leben. Oh, Scheiße! Nein! Navi, Hilfe! Gut, zu Ignasen, wir hatten schon bessere Pläne. Wieso heilst du ihn? Ich wollte den Vortex machen. Okay, jetzt. Oder auch nicht. Moment. Bin tot. Fresse. Wow! Lebe! Find schon, wie wir mit unserem Narren stehen, die ganze Zeit Konfetti hinter uns regnen lassen. Yeah, wir sind dann laufende Party. Tot! Fall! So jetzt auch. Immer noch, oh Gott, die haben jetzt Giftwerfer. Das ist neu. Möchtest du die Dinge auch? Gerade nicht. Bin tot. Es macht so Spaß. Boom. Na 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 na. Bye bye. Und Hilf. Huch. Tot. Irgendwer Wächterzauber noch mal so? Leben, Leben, Blitz, Schild. Okay. Wie so ein schöner. Ah! Anscheinend haben die Goblins und Orks sich in den Wald zurückgezogen, nachdem... Oh mein Gott! Ja, aber ich habe bisher noch nicht einen Ork gesehen, also glaube ich, dass es nicht mehr sehr viele Orks gibt. Könnte vielleicht daran liegen, dass wir die Kriegsrüstung getötet haben und so. Ist auch nur eine Vermutung. Wahrscheinlich haben wir gar nichts damit zu tun. Stopp doch mal. So. Da oben was? Oh, guck mal, da ist wieder ein Wolf. Hm. An der Seite, aber hier scheint nichts zu sein. Ne. Hm. Ich glaube, das kann man nicht kaputt machen. Guck mal. Da. Siehst du das, was unter Wasser? Ach, das sind einfach nur ein Ruderboot, was da unter Wasser ist. Oh. Ah, okay. Hm. Soll das irgendwas hindeuten? Keine Ahnung. Vor allem, guck mal, ganz oben Goblin, dann kommt Ork, dann kommt Troll. Oder Ogre, wie auch immer. Geht vermutlich nach Gewichtsklasse. Warte mal. Hm? Was denn?
Ich glaube, es gibt keine Trolle und keine Orks mehr, weil die haben beide Kreuze als Augen. Stimmt es, was du sagst? Oh. Oder ist traurig. Oder ist einfach nur, weil es Goblins sind, sagen sie so, haha, wir sind die Größten und die sind Eichhörnchen. Yeah. Eichhörnchen. Auf dem Pinnestein. Ein wunderschönes, kleines Geschöpf. Man kann Eichhörnchen nicht trauen. Ja, Leute, es war gerechtfertigt, denn er hat versucht, mich umzubringen, also habe ich ihn wirklich umgebracht. So einfach ist die Logik. Nein! Das ist mein Fleischbrocken. Ja, den Fleischbrocken, ich habe den in Standardausrüstung, jetzt überlebt mich wieder. Ui, perfekt reingespawnt. Ui, da habe ich ein schönes Bild gerade. Oh, übrigens, ich habe gerade einen richtig entscheidenden Hinweis bekommen. Vlad ist kein Vampir. Nein. Siehst du auch eine Eule im Vordergrund? Den Ameisenhaufen? Ich stehe hier in der Ameisenstraße. Oh Gott, nein. Wer weiß, vielleicht wenn wir den Herrn von Ameisenhügel erleben, bändig gelassen, wäre es irgendwann. Was? Schon gewusst, das Salz der Meere stand hauptsächlich aus Waldkadavern. Wenn es in Flüssen und Flüssen Wale gäbe, wären sie auch salzig. Entschuldigung, wenn ich gerade laut war. Wälder sollten nicht auch kurz, sollten sich nicht gerade. Was? Ausbreiten zu viele Bäume und zu viel Sauerstoff und der würde Lebewesen aufgrund des Stickstoffmangels ersticken. Schon gewusst? Das ist auch. Ach Mann. Ja, hier hinten jemanden singen. Ja, das hat er verdient. Mit einem Stück Fleisch zu Tode geprügelt werden. Okay, Herr von Arlesenhügel ist ein zweites Mal tot. Hast du sie singen? Ja. Bestimmt ein Ork. Elfen? Okay. Sie haben einen französischen Akzent. Sehr gegrüßt, während ihr in Badminton sucht ihr den Pfad auch? Das ist deiner? Oh, das sei, oder ist das die Mitglieder, da schafft in der umrischen Art was zu tun? Hallo, ich habe eine Kleinigkeit zu erwähnen vergessen. Wisst ihr, dass Menschen, Elfen und Zwerge aus der Allianz nach Alpha Route gezogen sind und begonnen es zu restaurieren, es soll ihre neue Hauptstadt werden. Außerdem gibt es einen Pakt mit den unaufhaltsamen Vanir und Log ist offenkundig der Anführer. Es muss nicht erwähnt werden, seid vorsichtig in dieser Gegend. Wenn eure Absicht herauskommt, das Artefakt zu stellen, um ihren geliebten Anführer zu töten, dann... Oh, guten Tag, liebe assoziierte Mitglieder der Allianz. Nun, ihr solltet hurtig nach Elfenhut aufbrechen. Viel Glück! Ich hasse Flat. Verstärkung, Defense, der Stärke nach Obstruktion vorbereiten. Ich hasse den Kerl. Oh Gott. Wow! Natürlich sind die noch schneller, oder was? Ja, aber sie halten nicht viel aus. Sind ja auch nicht schwule französische Elfen. Ja, echt Baumschmuser. Und Franzosen! Weiß nicht, was schlimmer ist. So. Oh nein. What the fuck? Du hast mich umgebracht. Entschuldigung, nein, falsch das. Ich freue mich nicht darauf, gegen diese Golems zu kämpfen, die wir vorhin gesehen haben. Oh nein. Meinst du wirklich, die kommen? Wie haben die mich so schnell umgebracht? Gute Frage. Mist tot. Wer da?
Lehm, Lehm, Blitz, Schild, nicht Schild, Blitz. So war das. Komm jetzt noch mehr. Ich glaube, wir können weiter. Oh Gott, komm mal her. Hm? Komm her. Siehst du auch den Elfenkopf hier? Wabbel, 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 wabbel. Bei mir ist da kein Elfenkopf, nein. Oh, schade. Bei mir war da ein Elf, der anscheinend mit dem Körper in den Boden geglitscht ist und sein Kopf hat, hat sich die ganze Zeit gedreht und dabei rumgewackelt. Okay. So. Oh Gott, ich komme jetzt gleich von allen Seiten, oder? Ja. Ach, okay, man kann den Baum abbrennen. Und da kommen Menschen dahinter. Ja. Ach. Ich glaube, wir sind in World of Warcraft gelandet. Ich glaube auch. Menschen, Elfen, Zwerge. Ja. Das könnte aber auch jedes andere Universum sein. Oder Ringe, etc. Ich bin tot, aber ich werde nicht wiederbelebt. Oder so. Die Typen haben Eisschwerter. Jetzt nicht mehr. Irgendwie mögen die Elfen dich sehr, sehr gerne. Ja. Auf dich hatten sie ja immer die Trolle und Orks so abgesehen. Ja. Gottes Willen. Eiskerl. Ah! Tot. Verdammt. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Sehr gut. Sehr schön. Ah, meine Güte. Oh, warte. Ah, da war. Gefüllter Stahlstab? Von einem potenziellen Zombie-Überlebenden angefertigt. Hat diverse Formen durchlaufen, bis endlich besondere Schärfe gefunden war. Mit den ersten Versionen war einfach kein Schnitt zu machen. Hoher physischer Schaden. Oh Gott! Tot! Bin tot! Schnell! Da ist einfach nur ein Stock mit der Schere dran! Yep. Sterbt ihr französischen Elfenfuck! Meine Fresse. Hast du den Stab noch? Ja, ich habe ihn noch. Okay. Hier ist nichts. Okay. Ich glaube, wir kommen endlich weiter, kann es sein. Kann sein. Ach, Dreck. Fuck, bin tot. Shit. Tot. Tot. Der hat mich mit einem Schlag gekillt. Können durch. Oh. Bin tot. Dreck. Das Loch. Tot. Welches Loch? Ja, der Vortex. Achso. Tot. Bin tot. Gott, wo war denn das Ding? So. Oh Gott! Au, au, au. Ich
Hat er? Fuck, Timer ist schon längst abgelaufen. Ja, was soll man machen? Ich dachte jetzt nicht, dass es so eine lange Passage jetzt wird. Trick, weiter. Hast du mitbekommen, welchen Kapitel wir gerade sind? Keine Ahnung, Kapitel 5? Hey, liegt immer noch einer dieser riesengroßen Bäume. Oh cool, und da sind Wölfe, schön. Komm weiter. Die Elfen springen hingeschickt hin und die Menschen fallen einfach von den Bäumen. Stonehenge! Oh, ich hab Stonehenge kaputt gemacht. Ah, hier ist noch groß, hier ist noch mal größer. X! Schön. Oh, Dreck. Warte mal, kann das sein? Ja, ich bin tot. Ah, gut. Ey, wir müssen jetzt alle töten, oder? Mir fällt gerade auf, dass die Steine nämlich einige. Ah, auf den Tod. Alter! Lass uns den Vortex machen. Ja, Blitzschild. Richter. Warum? Deswegen. Okay, Vortex. Tot. Leben. Jetzt. Oh Gott. Das war eine furchtbare Stelle dafür. Nein. Shit. Lass uns das nochmal versuchen. Ich hab Leben. Ich hab Tod. Jetzt. Geht schlecht. Nochmal. Da. Jetzt. Okay. Du hast zwar 2000 Schaden. Ich juckt es die Kerle nicht. Aber ich lebe noch. Ich bin tot. Alter, was? Ja, die Kerle machen richtig Damage. Tot. Fuck, wenn der Frosttyp jetzt. Wenn diese blöden Frostschwerter nicht wären, kann man einfach seine Steinrüstung machen. Was? Einschlag? Alter. Komm schon, ich bin tot. Ja. Mann, tot. So. Stirb. Bin tot. Es sind noch Menschen da. Bin tot. Schön. Tod. Leben. Okay, das hat gar nichts gebracht. Oh, jetzt stirb doch mal! Nein! Oh Gott. Stopp. Meine Fresse. Ihr seid eine schwere Geburt hier. Mach dir eine Steinrüstung am besten gegen die Menschen. Lebst du noch? Uiuiui! Nein! Bin tot. So.
Guck mal, das eine leuchtet ja. Stimmt. So. Nee, das nicht. Dann jetzt. Eis. Das. So. Was soll das sein? Dampf? Quatsch. Soll das er darstellen? Schild? Was hat man das noch nicht? Feuer? Ja. Eis? Tod? Leben? Hä? Was fehlt denn jetzt noch? Leben hatten wir ja schon. Strom hatten wir auch. Ach jetzt? Das hat nicht angenommen. Ach. Haben wir es fertig oder kommt noch was? Wir müssen die Folge beenden. Wir sind schon bei 40 Minuten bestimmt wieder. Den Abschnitt haben wir jetzt fertig. Oh. Okay, Leute. Die Folge geht viel zu lange wieder. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und Makaron. Ciao.